Forsythien selber vermehren. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ihr seht, die Forsythien blühen jetzt wieder wunderbar. Und da kann man ja auch solche Ästle oder Zweige in die Vase reintun. Das machen viele, das mache ich auch, weil das schaut immer recht schön aus. Ne? Und damit, mit den Zweigen, die man in die Vase gibt, kann man nämlich die Forsythien vermehren. Das habe ich ich habe zwei Stück, die ich selber vermehrt habe. Das zeige ich euch gleich. Den einen habe ich gemacht vor 3 Jahren und den anderen habe ich ja 5 Jahre. Und das geht eigentlich ganz einfach. Wenn ihr die jetzt ins Wasser stellt, in die Vase und natürlich immer wieder wechseln, das Wasser ist klar, ne? Und ihr lasst die im Wasser dann stehen, irgendwann fallen ja die Blüten ab und dann kommen kleine grüne Blätter raus. Immer noch stehen lassen und aufpassen oder immer wieder beobachten, dann irgendwann kommen Wurzeln. Es dauert eine ganze Zeit lang, aber das ist egal. Ich zeige euch jetzt einmal, den einen habe ich nämlich gemacht, da habe ich so lange gewartet, bis Wurzeln kommen sind, also es hat wirklich lang gedauert. Und den anderen, da habe ich mehrere Zweige einfach in die Erde gesteckt und habe immer wieder gegossen, also richtig feucht oder nass kalten die Erde. Und da ist ein einziger angewurzelt und die anderen sind nichts geworden. Und das zeige ich euch jetzt einmal. Das ist der, den ich einfach in die Erde rein habe. Da seht ihr, es ist, wie ich gesagt habe, nur einer gekommen. Und deswegen ist also hier da ein Stiel. Das tun wir mal weg. Da ein Stiel. Also der geht eigentlich oben erst an nach 20 cm, dass er sich verteilt und wird buschig. Also das ist immer ein bisschen Glückssache. Obwohl ich das ja wirklich richtig nass immer kalten habe. Und jetzt zeige ich euch den anderen. Der ist jetzt 5 Jahre alt, also vor 5 Jahren habe ich da die Ablecher gemacht und die habe ich halt so lange im Wasser gehabt, bis Wurzeln kommen sind. Und deswegen ist das vor unten, geht das alles schon schöner raus aus der Erde. Das ist nicht so gaggelig dann, sondern das ist halt ein schöner Busch. Und so soll es ja eigentlich sein. Ne? Aber ich habe den anderen trotzdem stehen gelassen, weil der blüht ja schön und die schneiden halt immer zu, dann ist er oben buschig. Ja. Also es ist wirklich einfach, eine Forsythie zu vermehren, das geht ganz einfach. Aber wie gesagt, man muss halt ein bisschen Geduld haben. Und genauso geht es auch mit den Zierjohannisbeersträuchern. Da geht es auch, habe ich selber noch nicht gemacht, aber ich weiß, dass es geht, weil das hat eine Freundin gemacht von mir. Und die Ablecher, die ich also von den Dreijährigen und von dem Fünfjährigen Strauch gemacht habe, die sind alle von dem da. Also wenn er kauft, kann ich vermehrt selber. Außerdem macht es ja Spaß, wenn man selber was erreicht, ne? Ein bisschen rumprobieren und so. Also mir gefällt das immer, ich warte auch immer, probiere selber und kaufen kann man immer noch, ne? Das gibt es ja immer. Wenn euch der Tipp gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke fürs nächste Video und schaut mal in meinem Shop vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni.